noch nicht richtig wach, schlurf ich zum Kasten und sie liegt schon. Der Björn ist da, da muss er strahlen, oder? Unter dem Motto Brauchtum und Tradition zog die Hersfelder Zeitung in diesem Jahr durch ihr gesamtes Verbreitungsgebiet und ließ von jeder Kommune im Spiel gegen die Zeit einen Teppich aus Zeitungsdoppelseiten kleben. Im Vorfeld hatte jede Gemeinde ihre Seiten mit einem festgelegten Symbol in unterschiedlicher Form und Farbe präparieren müssen. So konnten die einzelnen Teppiche der jeweiligen Stadt oder Gemeinde zugeordnet werden. Ja. Mit Fläche zum Sieg hieß das Spiel und das HZ-Team hatte versprochen, aus all den Einzelteppichen den größten Zeitungsteppich der Region zusammenzukleben. An einem kalten und grauen Dezembertag stellte sich das HZ-Team der Aufgabe auf dem Parkplatz neben dem Bad Hersfelder Hallenbad. Obwohl an diesem Tag nur ein leichtes Lüftchen wehte, gestaltete sich das Auslegen der unterschiedlich großen Teppiche schwieriger als erwartet. Was macht der Film in den... Wieder oben bist, kommt Wind rein. War der Wind erst einmal unter die Seiten geweht, waren alle Hände und Füße gefragt, um die Zeitungen am Davonfliegen zu hindern. Hilfreich waren dabei auch einige Säcke größerer Kieselsteine, die der nordhessische Baustoffmarkt dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hatte. Am Ende hielten noch einmal einige Rollen Klebeband und die Steine den rund 500 Quadratmeter großen Teppich davon ab, sich zum fliegenden Teppich zu wandeln. Nachdem noch einige Plakate ausgelegt waren, mit denen manche Gemeinden die HZ zu dem Spiel willkommen geheißen hatten, schickte das Team eine Laola-Welle an den Quadrocopter, der die Aktion von oben filmte und bedankte sich bei allen Teilnehmern, Zuschauern und Lesern für den großen HZ-Zeitungsteppich aller Zeiten.